Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Train Simulator 2016 hier bei Nordrhein-TV Play mit mir, dem Zingis. Wir werden heute auf der Strecke Hamburg-Lübeck mit der Baureihe 218 unterwegs sein, aber ich dachte mir, bevor wir in die Lokomotive steigen, zeige ich mal ganz kurz, was mit dabei ist, wenn man sich die Strecke Hamburg-Lübeck kauft. So, einmal hätten wir da die Baureihe 145 mit einem Szenario, naja, besser eins als keins, und die Baureihe 218 mit drei Szenarien, beziehungsweise ja, eigentlich zwei, weil das erste ist scheinbar gesplittet, Teil 1, Teil 2, ne? Mit dabei ist ebenfalls die Rangierlokomotive Baureihe 294 mit einem Rangierszenario. Und dann gibt es noch Doppelstockwagen mit Steuerwagen. Und ja, für diese Steuerwagen gibt es dann eben auch ein Szenario, welches in zwei Teile gesplittet ist. Ja, dann gibt es noch Railfan, aber das ist einfach nur irgendwo rumstehen und sich Züge angucken. Kann auch interessant sein, aber gut, das fällt jetzt nicht so ins Gewicht. Und dann kann man sich noch Zusatzpakete holen, zum Beispiel mit der Baureihe 474.3 mit der S-Bahn, für die es ja leider nur dieses 15-Minuten-Szenario gibt, also einmal hin, einmal zurück. Naja, finde ich schade, aber gut, das ist dann halt so. Vielleicht kommen da auch noch welche dazu. Ja, also das ist so im Groben der Überblick. Also wenn man sich nur die Strecke holt, dann hat man halt diese drei Lokomotiven, ne? Rangierlok, Güterzuglok und die 218, also die eben hier für den Regionalexpress mit den Doppelstockwagen verwendet wird. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins Hamburg nach Lübeck Szenario Teil 1 und wir sehen uns gleich im Szenario wieder. Bis gleich! Guten Abend, Lokführer. Lassen Sie zunächst hier in Hamburg Hauptbahnhof die Passagiere zusteigen. Ihr nächsten Halte sind Ahrensburg und Bad Oldesloe. Lokomotive 218-105-5 hat gerade mit Verspätung Hamburg Hauptbahnhof verlassen. Behalten Sie die Signale gut im Auge. So, ja, ich würde sagen, auf geht's. So sieht's aus von innen, die Baureihe 218 und wir öffnen jetzt erstmal die Türe. Beziehungsweise die Türen sogar. Gucken wir kurz raus, dann können wir auch sehen, was wir da eigentlich hinter uns haben. Und nutzen die Chance, mal das Zugspitzensignal einzuschalten. Wieso sind die Türen nicht auf? Wieso schreibt mir da jemand eine Steam-Benachrichtigung? Und noch eine. Naja, ist auch egal. Aber hinten sind die Türen zumindest auf, da müssen wir alle hinten einsteigen. Ich hoffe, die verteilen sich dann. Irgendwas zischt hier. Meine Güte. Psst. Ja, Lübeck Hauptbahnhof ist unser Ziel. Wir fahren auf der Linie RE8. Haben die Bremsen es bald mal? Nö. Solange wir keine undichte Bremsleitung haben, ist ja alles in Ordnung. So, PZB können wir auch spaßeshalber mal einstellen. Und ja, haben wir jetzt gleich Abfahrt. Wäre schön. Einen Schluck trinken. Richtungswender nach vorne. Boah, ist das ein Sauwetter. So, pünktlich sind wir auch. Und Bremsen lösen und auf geht's. Jetzt erstmal langsam hochschalten. Und Abfahrt. Wunderbar. Kommt auch schon ein Gegenzug entgegen. Machen die eine Regel, die Gegenzüge, dass sie entgegenkommen. Das ist auch wieder so ein Satz, ne? Kommt ein Gegenzug entgegen. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Naja, ist auch egal. So, wir befreien uns jetzt nicht. Wir können uns jetzt schon hier befreien, aber wir dürfen sowieso nicht schneller als 40 fahren. Also lassen wir rollen. Ne? Was für ein Sauwetter. So ein richtiges Dreckswetter. Ne? Kann es wahrscheinlich auch nur in Hamburg geben. Nein, Quatsch. Obwohl, wenn ich hier so rausgucke, das Wetter ist eigentlich gerade recht schön. Ist nur ein bisschen düster. So. Ja, hier sind wir ja schon mit der S-Bahn entlang gefahren. Dann eben zwei, beziehungsweise drei Gleise weiter links. Nee, vier Gleise. Nee, drei Gleise. Drei Gleise weiter links. Da war schon eine schöne Tour. Und jetzt gucken wir uns halt wirklich mal fast die komplette Strecke an. Die SIFA lasse ich deswegen deaktiviert, weil, ja, ich möchte nicht ganz so oft stehen und wenn ich dann manchmal rausgucke oder so, dann steht man schneller, als man gucken kann, weil man ja draußen die SIFA nicht hört, wenn sie schreit und sagt, drück mich oder tret mich.
So. Können wir ein bisschen schneller. So, Wechselblinken hat sich von alleine eliminiert. Das ist gut. Und da hinten ist wieder was Gelbes. Finde ich jetzt nicht so gut, aber vor uns haben wir ja einen verspäteten Zug. Also ist das ganz normal. So, jetzt würde ich gerne ein bisschen schneller als 40 fahren. Aber wird mir erst gleich gestattet. So, dann bestätigen wir mal. Es kam kein Piepen, nix. Wieso ist hier kein Piepen? Die PZB macht keine Geräusche. Finde ich schade. So, jetzt rollen wir mal einfach hier um die Ecke und gucken mal kurz. Vielleicht sehen wir schon, ob das grün oder rot ist. Das sieht sehr gut aus. Ist zwar nicht komplett grün, aber gut. Damit müssen wir jetzt wohl oder übel klarkommen. Fährt ein Moment. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gesehen habt, was da gerade geschehen ist, aber da fuhr gerade eine Baureihe 145 auf der S-Bahn-Strecke. Ja, finde den Fehler. Weil da gibt es ja eben nur die dritte Schiene. Dementsprechend keine Oberleitung. Oder was heißt dementsprechend? Gibt es auch mit Oberleitung dann parallel dazu. Jetzt können wir uns mal hier raus befreien. Aber da ist keine Oberleitung. Wie kann die da fahren? Naja, ist auch egal. Beziehungsweise nicht egal, ist eigentlich schade. Wieso? Hä? Ist denn das nicht aufgefallen? Die fuhr gerade echt auf dem linken Gleis. Komisch. Naja. Aber das ist wahr. Wieso ist, hier ist überall noch S-Bahn und wir durften da nicht langfahren? Warum? Das finde ich schade. Da hätte man noch ein schönes S-Bahn-Szenario draus machen können, oder? Oder muss man sich da erst einen Szenario-Pack dazu holen oder so? Naja, ich weiß es nicht, ich verstehe es auch nicht. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich finde die S-Bahn wirklich toll. Moment, wo fährt der denn? Der fährt auch mit einem Güterzug auf dem S-Bahn-Gleis. Na, ob das so vorbildlich ist? Was machen die denn hier? Naja, vielleicht Ersatzverkehr oder so, ne? Aber trotzdem ist das kein Grund, dass eine E-Lokomotive auf einer Strecke fahren muss, wo keine Oberleitung ist. Uiuiui, was ist denn da unten los? Heieiei, 50 kann ich gar nicht lesen. Müssen wir gleich richtig runterbremsen, habe ich die Befürchtung. Boah, da rappelt hier aber im Zug. Überall knistert und rappelt es. Ja, ist ein Stück weit realistisch. So, ich hoffe mal, es ist auch ein Regionalexpress, der da vor uns ist. Junge Frau, stehen Sie nicht so dicht an der... Ja, das gibt jetzt Punktabzug. Ich stand aber ziemlich dicht an der Kante vom Bahnsteig. Ich will hier keinen überfahren. Was ist hier los? Nein! Kollision. Was ist denn da los? Ist das keinem aufgefallen? Das ist so blöd. Okay, jetzt machen wir es wie in Amerika. Jetzt hornen wir immer vom Bahnübergang. Es gibt zwar wieder Abzüge, ne? Wieso ist jetzt da 50? Und wieso ist das nicht angekündigt? Beförderungsqualität? Bitte was? Entschuldigung, habe ich was verpasst? So. Meine Güte, was wir jetzt schon erlebt haben. Allein jetzt in diesen paar Minuten. Eine E-Lok ohne Oberleitung. Ein Autofahrer, der Suizid begehen will. Meine Güte. Und was ist jetzt hier los? Wieso 50? Oh nein, ich ahne. War, hä? Achso, Gleiswechsel. Okay, aber unangekündigter Gleiswechsel. Okay. Steht nur im Fahrplan.
Im Buchfahrplan steht er nur drin. Der Gleiswechsel. Ach, Slalom! Slalom wollte. Hä? Was war das denn für eine Aktion? Naja, okay. Das hat für mich jetzt keinen Sinn gemacht. Also vielleicht ist eine Weiche zugefroren und deswegen konnte sie nicht umgestellt werden oder. Oder vielleicht war das Gleisstück da zwischen den Weichen defekt, weswegen man es umfahren musste. Man weiß es ja nicht. Kann ja alles sein, aber das war unangekündigt. Ach Gott. Naja, so. Jetzt fahren wir mal weiter. 160 dürfen. Ah, wie schnell darf man eigentlich mit der Bora 218 fahren, das weiß ich gar nicht. Ich glaube 140 war es. Ich meine 140, aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Wie auch immer. So, was können wir hier eigentlich machen in der Lok? Fahren schon zu schnell. Was können wir hier machen? Wir können Sandstreuer. Instrumentenbeleuchtung. Ah, okay, jetzt ist es an. Was können wir hier noch machen? Caplight. Machen wir. Ne, lassen wir an. Sieht man so wenig. Was kommt da entgegen? Ein Intercity mit einer Baureihe 145. Ich meine, das ist eine reine Güterzuglokomotive, aber. Wer weiß, DTG, vielleicht irre ich mich auch. So. Ist das ein Dreckswetter, echt? Aber der Regen sieht schon schön aus, finde ich. Also das finde ich echt eine tolle Sache. Die Regentropfen hier. Und der Regen verhält sich ja auch ein bisschen anders immer, je nachdem, wie schnell man fährt oder ob man bremst zum Beispiel. So, Rahlstedt, aber da rauschen wir noch durch. Da haben wir nichts mit am Hut, da müssen wir nicht halten. Wir können mal ganz kurz rausgehen. Das ist alles natürlich sehr winterlich hier. Machen wir kurz einen Screenshot. Und jetzt gehen wir kurz wieder rein, weil ich. So, jetzt müssen wir ein bisschen stärker in die Eisen gehen. Ach, ist grün geworden. Genau im Moment, wo ich drüber gefahren bin. Das ist ja praktisch. Dann können wir Vollspeed geben. Ich meine, man darf nicht schneller als 140 mit der fahren. So, wir können ja mal ganz kurz gucken, wo unser nächster Halt ist. Oder wie weit der. Ja. Ein paar. 9 Kilometer. Bestätigen, bremsen, 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 bremsen. So. Oh, Beförderungsqualität. Das ist das Problem, wenn man keinen Warnton hört. Ich habe das bestätigt. Ich habe extra noch gesagt, Vorsignal bestätigen, ne? Ah, was ist denn hier los? Nee, das Szenario, nee, nee. Entschuldigung. So. Komm. Ah, wir sind ja neutral. Okay, so. Komm. Bitte. Ich habe bestätigt. Ja, ich habe tatsächlich auch gesehen oder gehört, dass die PZB wohl teilweise Fehler aufweist. Was ich schade finde. Was ich echt schade finde. Das finde ich blöd. Also ich meine, ich bin jetzt vielleicht nicht der, der die kleinsten Fehler dann da so rauspickt, weil ich kenne mich einfach dann da nicht gut genug mit aus, aber ich meine so mit bestätigen und sowas, das müsste doch funktionieren. Aber ich habe gerade bestätigt, ich bin mir ziemlich sicher. Ah, wie mich das ärgert gerade. Egal, Signal ist da hinten sowieso wieder rot, also von daher macht es auch nichts. Können wir uns mal hier befreien? Danke.
Ja, das ist ja. Naja. Gut. Fahren wir weiter und beruhigen uns. Also das finde ich nämlich echt schade. Das finde ich. Ich weiß nicht, ob es gerade. Kann auch sein, dass ich wirklich. Vielleicht habe ich nicht richtig drauf gedrückt, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, und da ich halt auch schon gelesen habe bei den Steam-Bewertungen, dass da wohl wieder ein Fehler vorliegt. Ja, okay, jetzt habe ich es vielleicht selber erlebt. Diesen Fehler. Und ich meine, sie können es. Sie können PZB. Also Dovetail Games, die Entwickler von diesem wunderschönen Gefährt. Ne? Und ich meine, die Loks, die sehen auch super aus alle, aber ach, wenn dann sowas so... Vor allen Dingen, weil sie es können eigentlich. Aber gut, fahren wir weiter. Diese ekelhafte Suppe hier. Bleiben jetzt mal drin, damit auch wirklich kein Fehler passiert. So, jetzt sehen wir hier wieder was. Und jetzt werde ich nochmal bestätigen. Nochmal. Okay, hat er genommen. Beförderungsqualität? Was mache ich falsch? Was ist los? Ich muss jetzt bremsen. Ein sehr mysteriöses Bremsverhalten. Mich würde es stark wundern, wenn ich hier mit ja einer positiven Punktzahl rausgehe aus dem Szenario. So. Ja, sonst die Strecke. Ja, man sieht jetzt halt nicht ganz so viel, weil es halt sehr winterlich ist, ne? Und dann ist es noch düster. Wenn ansonsten. Ich hab jetzt immer Angst, dass wieder irgendwer mir da über die geschlossenen Schranken fährt. In Amerika ist das ja tatsächlich ein Problem wegen der langen Güterzüge, weil da will ja keiner so lange warten. Und dann drängeln die sich noch alle davor. Und deswegen hornen die auch die ganze Zeit. Weil eben dieses besagte Problem existiert. So. Und... Ah. Ich wollte gerade sagen, und das nächste gelbe Gedöns. Wir fahren schon 148. Ich glaube, das darf man mit dieser Lokomotive nicht tun. Naja, lassen wir ausrollen. So. Ahrensburg in Sicht. ...20 angekündigt und nächstes Haltsignal. So. Förderungsqualität, was, wie bremst denn der Zug hier? Entschuldigung. Ich habe das Gefühl, entweder der haut die ganze Zeit eine Vollbremsung rein dann. Man darf doch wohl zwei... Naja. So. Also ein sehr gewöhnungsbedürftiges Bremsverhalten. So, 500 Hertz Magnet. Komm. Werd grün. Ja, und jetzt stehen wir hier auch schon. Und ich würde sagen, wie wir hier weiter uns durch den Winter kämpfen, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss, euer Zingis.